Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo zu Windows Grundkompetenzen. Windows 11 ist hier gemeint. Und da möchte ich dir zeigen, wie man den Windows Explorer öffnen kann. Also jene App, jenes Programm, mit dem man dann Dateien bearbeiten kann, verschieben, kopieren und so weiter kann. Die einfachste Möglichkeit ist jene Tastenkombination mit E, Windows und E. Windows-Taste E, dann geht das auf. Andere Möglichkeit wäre dann, durch das in der Taskleiste haben wir hier dieses Symbol, da sieht man, welche Ordner gerade geöffnet sind, rechte Maustaste auf das Symbol und dann Explorer. Oder ich könnte auch hier auf das Windows, auf das Startmenü gehen, rechte Maustaste und wähle dann hier Explorer aus. Also drei Möglichkeiten, um den Windows Explorer zu starten. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.